Hi und willkommen zurück zu Enshrouded mit Camopixel. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Wir haben unsere provisorische Butze für den Schmied gebaut. Das haben wir getan, damit er Schutz über dem Kopf hat, damit er alle Rezepte, die er besitzt, auch herstellen kann. Und zwar wollten wir das Kämpferset von ihm haben. Eine gute Rüstung für den Start, die wir natürlich mitnehmen, bevor wir uns später auf den Waldläufer spezialisieren wollen. Und dazu brauchten wir Metallplatten, Tierfell, Harz zum Beispiel. Die Metallplatten haben wir hier an der Schmiede von ihm hergestellt, mithilfe des Brennofens Kohle. Und mit dem Rezept für die Metallplatten dann Kohle und Metallschrott zu Metallplatten verarbeitet. Jetzt soll uns der Gute das hier doch mal herstellen. Wir brauchen einmal den Helm, dann den Brustpanzer, die Handschuhe, die Hose und die Stiefel. Teilweise brauchten wir auch noch Harz oder aber Garn dafür. Das habe ich natürlich hier umliegend gesammelt. So, jetzt schauen wir mal rein. Das machen wir aber hier im Helm. Gehen wir auf den Charakter. Wir fangen mal mit dem Helm an. Boah, Metallhelm. Aus so Metallplatten zusammengeschustert. Dann das Hemd. Wir haben jetzt 17 Widerstand. Das macht schon 42 physisch, 21 Magie. Und wir kriegen sogar einen Boost auf unsere Lebenspunkte. Na, sehr gut. Kleines, zerfetztes, altes Wams. Dann haben wir die Handschuhe. Einfache, zusammengeflickte Lederhandschuhe. Eine gesteppte Hose gibt uns auch schon den Bonus Lebenspunkte. Sehr gut. Und die kaputten Schuhe sehen gut aus. Dann noch die passenden Lederstiefel dazu. So, jetzt sehen wir schon glatt wie so ein kleiner Kampfzwerg aus. Und so gewappnet die alten Sachen schmeißen wir weg. Die braucht kein Mensch. Die stinken wahrscheinlich auch schon. Die Materialien schmeiße ich hier noch rein. So gewappnet. Ne, das kommt dahin. Das kommt dahin. So gewappnet zum dritten Mal begeben wir uns auch dann direkt zum Elixierbrunnen. Oswald schickt uns dorthin, weil wir den Ursprung des Nebels... Warte mal. Ich wollte gerade sagen, Fell, obwohl Knochen können wir auch mitnehmen. Wir nehmen jetzt nur kein rohes Fleisch mit, das würde uns nur die Taschen voll machen. Oswald möchte, dass wir den Ursprung dieses grauenvollen Nebels quasi bekämpfen. Und der Ursprung ist oder sind die Brunnen. Und die sind überall in dieser Welt verteilt. Die Brunnen haben die Menschen, bevor das Land verschluckt wurde vom Nebel, angelegt, um den Elixier oder das Elixier abzubauen, zu bekommen. Ich habe irgendwie immer das Bedürfnis, ein bisschen von dieser Flüssigkeit mitzunehmen, wenn wir hier schon mal unterwegs sind im Nebel. Und dieser Elixier bringt einem irgendwelche Vorteile, aber er frisst, wie gesagt, das Land nach und nach auf. So, wir haben unser derbes Schwert. Das macht auch schon derb ganz anderen Schaden. Da haben wir schon wieder den... Warte mal. Bevor wir uns da das Schwert kaputt machen, nehmen wir hier unser Arbeitsbeil für. Ich mache hier immer ganz gern die Sachen kaputt, weil es hier so ein paar Materialien zum Looten gibt, die natürlich nicht verkehrt sind, ne? Also... Metallschrott ist tatsächlich noch relativ selten. Den nehme ich immer ganz gerne mit, wenn es geht. Hier können wir auch die Spitzhacke für nehmen. Ne? Die geht nicht so schnell kaputt. Und vor allem brauchen wir die, wenn wir unterwegs sind, eigentlich erstmal nicht. Hier haben wir noch einen Trank, auch sehr gut. So, bevor wir jetzt weiterziehen, füllen wir uns einmal hier unsere Zeit im Jasma wieder auf. Derbes Schwert ausgerüstet.
Der Brunnen soll irgendwo hier vorne sein. Hier ist der Weg. Also im Miasma sieht man nicht wirklich was. Wir können da oder da lang. Aber er soll direkt hier vorne sein. Hier. Aha, da sieht man doch was. Standort oben. Es war früher alles, früher normales, grünes, bewohnbares Land. Bis die Menschen so gierig waren. Oh, da haben wir was Neues. Myzel. Hat was mit dem Pilz hier zu tun. Bin gespannt, wofür wir das brauchen. Da hinten läuft irgendwer rum. Boah, der schießt auf uns. Das können wir auch. Okay, er wehrt sich nicht mehr. Selbst schuld. Da steht noch einer, ich sehe ihn. Zack, also ich glaube, wenn das so lila ist, dann zeigt uns das, jo. Ja, da nehmen wir aber mal unser derbes Schwert. Dann zeigt uns das, dass der Gegner theoretisch noch zu hoch im Level ist. Brutlingsbeine, okay, das haben wir auch noch nicht. Da rennt er rum. Ne, da steht dann neben der 3 steht auch ein Pfeil nach oben. Das bedeutet, der Gegner ist im Level höher als wir. Das ist aber kein Problem für uns, weil da ist eine arme Ziege. Oh, die ist direkt gestorben. Auch die arme Ziege gibt uns Fell. Ja, dann hat sie ihren Tod nicht ganz umsonst gestorben. Kommen diese kleinen Käferchen wieder. Zack. Noch einer. Bin gespannt, wofür wir die Brutlingsbeine gebrauchen können. So, hier ist bestimmt so eine, ja, so eine Laterne. Vorher gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Hier können wir die Gegner looten. Die geben uns auch Runen. Runen sind definitiv was Besonderes. Kiefer, Kurzbogen, 10 Kraft. Jetzt mal eben schnell in den Rucksack gehopst. Und da höre ich doch schon die Käfer wieder sich anschleichen. Keine Ahnung, ob die da unendlich rauskommen. Schnell mal in den Rucksack geguckt. Unser Bogen hat Kraft 8. Okay, das heißt, macht auf jeden Fall Sinn, diesen Kurzbogen da gleich mal auszurüsten. Kommt das hier raus? So, kann man das Nest zerstören. Da hinten ist noch ein Nest. Ich weiß nicht, was die an Erfahrungspunkten geben, dass man hier quasi so ein bisschen grinden könnte. Okay. Okay. Ausweichen. Und einen Trank. So, jetzt reicht's aber. Das kurz einsammeln. Und dann hier hinten das. Haben wir das Nest geschafft? Komm hier aber auch in Scharen, du. Ich bin doch irgendwo Nester davon sind, aber die kommen hier echt. Kommen hier zu Hauf. Wir haben nur noch 50 Sekunden. Das dürfen wir nicht aus dem Auge lassen. 50 Sekunden. 40 Sekunden. Das ist mir zu heikel. Wir füllen auf mit der Laterne. So. Jetzt schnell lesen. Über Elixierbrunnen, den Quellen des Elixiers. Ein weiterer Elixierbrunnen wird auf dem Rücken der Arbeiter gebaut, die sich unermüdlich abmühen, einen Tunnel in die Erde zu graben. Die Pläne für dieses Bauwerk sind unheimlich. Der Schlund spuckt bei jedem Stoß Dämpfe aus. Dünne Nebelschwaden verursachen Kopfschmerzen und reizen die Augen. Alles für dieses Elixier. Ich hoffe, dass es diese verdorbene Luft nicht nach Distelsam schafft. Balthasar. Balthasar war sehr skeptisch, aber Balthasar ist auch mit dafür verantwortlich, weil er ja den Elixier mit abbauen wollte. Ah, kommt irgendeine Kreatur durch den Nebel.
Da ist noch irgendeine Kreatur. Da seht ihr, das macht so ein bestimmtes Geräusch, wenn man den Kopf trifft. So, was haben wir gesagt? 8. Spanngeschwindigkeit 1 Sekunde, Haltbarkeit 100. Schneller Spann, mehr Kraft, höhere Haltbarkeit plus höhere Fallgeschwindigkeit. Den tun wir weg. Und dann benutzen wir den. Guck mal, der sieht auch schon viel besser aus. Das ist ein Kurzschwert, das haben wir. Das brauchen wir nicht. Oh, da kommt einer. Der will es wissen. Ja, die Kämpfe werden anspruchsvoller, auf jeden Fall. Man darf nicht... Oh, guck mal hier, Federkolben. Darf nicht vergessen, außer Acht lassen zu blocken, definitiv. Hier könnte man, hier blinkt's, hier kann man mit diesem Greifhaken hoch. Jetzt hier allzu viel rumsammeln, ist unsere Zeit im Miasma gleich aufgebraucht und wir müssen ja nach unten. Deswegen begeben wir uns jetzt zum Brunnen. Ah, hier kann man aufladen. Sehr gut. Füllen deine maximale Zeit im Miasma wieder auf. Ja, stell dich in ihre Nähe, um ihre Wirkung zu entfachen. Das ist wichtig. So. Das ist hier der Brunnen. Jetzt begeben wir uns hinunter in den ersten Schlund des Nebels, des Grauen. Auch dieses bläuliche Licht. Einfach eine geile Atmosphäre, definitiv. Wird auch gruselig hier in diesem Dungeon. Die Musik passt auch echt gut. Mit den leuchtenden Pilzen. Boah, wie tief geht das runter? Oh. Nee, da sind wir hergekommen. Hier ist ein Gang. Was ist das für ein Zeug hier? Stoff. Wow, was ist das? Und wer ist er? Bogen raus. Schleichen. Wenn er gleich anhält, versetzen wir ihm einen Kopftreffer. Da, jetzt hat er angehalten. Oh. Das war irgendwie kein Kopftreffer. Und jetzt kommt er. Huiuiui. Autsch. Natürlich direkt in ihn rein. Kurz rumgelaufen. Boah. Der betäubt uns. Weißt du? Der betäubt uns. Also wir brauchen... Komm, mach hinne. Man braucht ja immer so lange, um irgendwas zu essen. Autsch. Autsch, 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 autsch. Was macht er jetzt? Jetzt haut er ab. Oh, er hat sich wieder aufgeladen. Autsch, Loch gefallen. Ne, nicht wieder. Der darf sich nicht wieder aufladen hier. Oh, er hat sich wieder aufgeladen. Na tolle, so. Autsch. Komm, wir tragen mal den Kampf hier in dein Zuhause. Und jetzt. Wir haben nur noch 2 Minuten, ihn zu besiegen. Boah, dann schießt er damit was. Weg hier. Und der... Wenn man die Combo einmal raus hat von ihm. Zack. Und der dritte. Dann hat man tatsächlich eine gute Chance,
ihn relativ sicher anzugreifen. Ja, nicht wenn man irgendwo in einem Loch hängen bleibt. Jetzt wehrt er natürlich ab. Zack, jetzt haben wir. Da haben wir. Plündern. Oh, eine Miasma-Seele. Brutdonner-Wülstling-Kopf. Das war der Typ. Runen und eine epische verdorbene Axt. Nett. Zerstöre die Miasma-Wurzel. Ist es das Ding? Die Miasma-Wurzel ist die Quelle unseres Leidens. Zerstöre sie mit einer Holzfäller-Axt und lasse diesen Ort neu erstrahlen. Das machen wir. Wir haben nur noch 53 Sekunden im Miasma. Ich hoffe, irgendwie füllt sich das auf. Ja. Fähigkeitenpunkt. Wir haben die Wurzel zerstört. Ist jetzt direkt wieder Gras gewachsen. Der Nebel ist weg. Wow, guckt euch diese Höhle an. Das ist schon krass. Keine Munition? Haben wir alle Pfeile verballert? Tatsache. Okay. Merke, zu Hause Munition herstellen. Gut, wir haben den ersten Boss im Elixierbrunnen beseitigt. Ob das Tal jetzt hier vom Nebel befreit ist? Also hier ist auf jeden Fall kein Nebel mehr. Die Wurzel kann ihr Übel nicht mehr verrichten. Sie wird nicht mehr Nebel ins Tal bringen. Hier ist schon Sonne zu sehen. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, guck mal hier. Episch. Hirte des Donners. Fernkampfwaffe. Ist das ein Zauberstab? So. Ja, teilweise ist der Nebel weg, aber teilweise auch nicht. Sehr schön. Wir haben gelernt, wir können hier auf die Karte gehen und dann zu unserem Zuhause reisen. Eben einen Schluck Kaffee. Ja, wunderbar. So, die Flamme hat was mitzuteilen. Glutal kann zurückerobert werden. Sammel Funken und biete sie am Flammenaltar dar, um die Flamme zu stärken. Funken können in einem Refugium der Flamme oder Schrein der Flamme gefunden werden. Okay. Funken. Sammeln. Funken sammeln sollen wir. Verstehe. Oswald hat natürlich auch was zu erzählen. Das Miasma hat Glutal zerrissen. Jetzt, wo du mich ins Leben zurückgeholt hast, erkenne ich den Ort nicht wieder. Verschaffe dir auf der Warte der Erbauer einen Überblick. Ne, wir wollten nicht an seine Schmiede ran. Er hat was zum Erzählen. Eine Warte der Erbauer. Glutal hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer. Eine davon befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Das ist sehr kreativ, ne? Also die Erbauer haben Warten gebaut, die sogenannten Warten der Erbauer. Dann hat er noch was zu erzählen. Worauf wartest du noch? Stelle einen Greifhaken her, wenn du Glutal weiter erkunden möchtest. Ja, also Greifhaken und den Gleiter. Das möchte er schon etwas länger, dass wir das herstellen. Was hat er denn noch? Also ein Dietrich dabei zu haben, ist nicht verkehrt. Und Ausrüstung verbessern. Hier sind alle Gegenstände aus deinem Rucksack und deiner Aktionsleiste angeführt, die aufgewertet werden können. Aha, guck an. Die Verbesserung eines Gegenstands schaltet neue Perks frei. Attributsbonus plus 2 Schnittschaden. Als Beispiel. Jeder Perk kostet Runen. Sammle Runen, indem du Waffen und andere Ausrüstung zerlegst. Okay, oder halt Gegner töten, ne? So, wir könnten jetzt zum Beispiel, also das derbe Schwert können wir nicht auf Dingsen, sehe ich gerade, aber den Kieferkurzbogen könnten wir nochmal verbessern mit einem Stichschaden.
Der ist aber gewöhnlich und ich bin jetzt einfach mal so dreist und sage, sowas findet man ständig wieder. Vor allem, wenn man irgendwie im Level aufsteigt. Der ist jetzt Stufe 3. Da ist es wahrscheinlich besser, wenn wir hier sowas machen, ne? So ein Kolben, eine Axt. Ist die. Warte mal, bevor ich da irgendwas mache, mal raus aus ihm. Rucksack und dann. Ja, die ist schon da. Zack. Guck mal hier. Boah, die sieht klasse aus. Und die ist auch nicht zweihändig, das finde ich gut. Kurz gucken, was unsere. Unser derbes Schwert macht 16, das Beil 11. Und die verdorbene Axt 14 ist Stufe 3. Das derbe Schwert ist Stufe 5. Wenn wir die jetzt aber irgendwie erhöhen. Ausrüstung, verdorbene Axt. Guck mal, da können wir Schnittschaden, Wuchtschaden, Schnittschaden. Das sind 2, 4, 6. Dann macht ihr, wenn es so denn auch geht, auch 20 Schaden. Wir verbessern die mal. Guck mal, jetzt ist die schon bei 16. Ja. Und das ist ein 3. Das sind jetzt 3 geworden. Okay, das muss ich nicht verstehen. Jetzt ist sie bei 17, obwohl hier 3 dazugekommen ist. Okay, das verstehe ich nicht. Warum der Gesamtschaden sich nur um einen erhöht, wenn ich einen Attributsbonus plus 3 Wuchtschaden bekomme. Macht sie das? Plus das? Also das plus das hier? Naja, auf jeden Fall ist sie jetzt stärker. Ja, das bedeutet, zack, derbes Schwert ist jetzt unsere Ersatzwaffe. Die verdorbene Axt packen wir hier hin. Den nehmen wir mit. Das Zeug werden wir los zu Hause. Mal gucken, wo wir hier was loswerden. Fleisch haben wir nicht dabei. Essen, Wachs haben wir auch nicht dabei. So. Eine Ausrüstung, die wir wegpacken wollen. Wollen wir den Bogen wegpacken? 14. Ne, den will ich auf jeden Fall behalten und mal wegpacken. Und hier so ein Ding als Ersatzwaffe. Ich weiß nicht, was wir mit denen machen können. Ah, guck mal hier. Jetzt können wir die zerlegen. Sehr schön. Und kriegen dafür Runen. Perfekt. So. Weil die brauchen wir nicht. Wir brauchen auch nicht. Gut, die können wir dann löschen. Das ist egal. Zwei können wir aufbewahren. Das sind die alten. Brauchen wir nicht mehr. Ne? So, das behalten wir. Das behalten. Das soll so eine Reserve sein. Den haben wir jetzt schon zweimal an. Brauchen wir nicht mehr. Können wir leider nicht zerlegen. Löschen wir. Beil können wir zerlegen. Weg damit. Der Billigbogen. Also, den hat er momentan noch ausgerüstet. Löschen wir. Rüsten den aus. Gut, haben wir die Ausrüstung erstmal beiseite. Dann können wir die Sporen ablegen. Den tun wir mal hier hin. Und die Seele. Das gehört für mich zusammen. Runen kommt auch weg. Hier sind auch Tränke. Bandage tue ich dahin. Miasma, Überlebenstrank. Plus 2 Minuten maximale Zeit im Miasma. Ist vielleicht nicht verkehrt, den so als Buff oder so mitzunehmen. Der hält dann 45 Minuten lang, dass wir plus 2 Minuten bekommen. Okay. Packen wir den Kopf mal hier rein. Ich merke schon, wir brauchen mehr Kisten. Das Fell kommt hier hin. Flüssigkeit, Stein, Holz können wir lagern. Äste können wir lagern. Metallschrott, Nägel. Erstmal Holz auch. Stofffetzen auch. So. Die Myzel kommt hier hin. Harz können wir lagern. Und die Brutlingsbeine, ja, die haben natürlich jetzt schon wieder kaum noch Platz, ne? Tun wir die dahin. Das und das hat schon Platz. Das kommt dahin. Die Metallplatten müssten eigentlich auch noch hier rein. Dann bleibt uns nichts anderes übrig als. Ne, warte mal, das machen wir ja gar nicht. Das machen wir nicht über ihn. Oder? Stauraum. Ne, machen wir nicht über ihn. Boah, was war das denn jetzt? Kurz die Orientierung verloren. So. Da, Stauraum. Diese. 6 Nägel, 6 Holz. 4 Nägel.
Um Nägel herzustellen, brauchen wir Metallschrott und zwar über den netten Oswald, weil der braucht weniger Metall dafür, ne? Das haben wir ja schon verglichen. Hier kriegen wir auch zwei Stück direkt für einen Metallschrott. Schon wieder. Der fixiert den so komisch und dann rennt er in so eine merkwürdige Richtung. So, einmal hergestellt. Zack, zack. So, und weil das so hier. Nee, warte mal. So drehen wir. Und dann lassen wir das hier drauf stehen. Passt das ungefähr? Naja, ein bisschen schief. Nicht so wild. Was haben wir denn jetzt? Was wollten wir denn eben? Das wollten wir. Ach so, die Metallplatten. Und die Metallplatten, ja, der platzt natürlich jetzt da wegen den Nägeln. Nicht schlimm. So. Die ist voll. Genug Material. Schon drinne und da ist Material drinne. Sehr gut. Jetzt haben wir auch hier unsere Axt. Sieht echt gut aus. Ist nur vorläufig, ne? Wir werden Waldläufer. Keine Bange. Keine Bange. So, die Funken, da gehen wir mal aufs Tagebuch in die Quests. Das ist das Sammle Funken. Die Flamme kann am Flammenaltar gestärkt werden. Dadurch kannst du das Miasma weiter durchdringen und mehr Basen bauen, um Glutal zu bewahren. Aha. Mehr Unterschlüpfe. Gut. Um die Flamme zu stärken, werden Funken und andere Materialien benötigt. Du kannst Funken in Refugien und Schreinen der Flammen finden. Okay, und die Warte sollten wir machen, hat er gesagt. Dazu gucken wir mal in die Welt, gehen mal hoch. Flammenkrypta, da kommen wir her. Glutwacht, hier ist ein Flammenaltar und Basisverbesserung. Und hier ist eine Warte. Gut. Was ich noch eben checken wollte, ist. Hier, da haben wir einen neuen Block mit Zellen bewachsen, weil wir die Mizellen gefunden haben. So wie aus so einem Kerker. Sieht gut aus. Hier, Gleiter. Was der Gleiter braucht. Miasmaholz haben wir mittlerweile. Ist nur die Frage, wie viel. Tierfell, Garn und Sporen können wir alles besorgen. Wir pinnen das mal an. So, dann gucken wir hin. Wir brauchen. Jetzt sieht man es natürlich nicht mehr. Garn, meine ich. Miasmaholz, Sporen und Tierfell. Tierfell, die Sporen haben wir hier drin. So, dann können wir uns einen Gleiter herstellen. Sehr schön. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Greifhaken brauchen wir nochmal 4 Schrott und 7 Garn. Also, jetzt brauchen wir den natürlich nicht. Nee, da ist er nicht. Der ist nur an der Werkbank. Den Gleiter können wir natürlich abwählen. Greifhaken anpinnen. So. Für das Garn, ja, brauchen wir jetzt haben wir 7 Garn. 4 Metallschrott. Metallschrott haben wir nichts mehr. Das kommt hier rein. Das kommt da rein, das kommt da rein. Und das kommt da rein. So, Garn. Den haben wir jetzt. Warte mal, den können wir ausrüsten. Genau. Achso, nee, die Sporen müssen wir mitnehmen. Die brauchen wir auch für den Haken. So, Metallschrott müssen wir unterwegs finden. Metallschrott müssen wir finden, weil den hier habe ich abgebaut. Metallschrott müssen wir finden. Dann machen wir das so, dass wir die Sachen weglegen und den Metallschrott sammeln, während wir packen hier rein. Zack. Und da rein. Zack. So. Jetzt wird es dunkel. Im Dunkeln. Durch die Gegend zu ziehen ist natürlich doof, deswegen gehen wir ins Bett. Während er pennt, nehme ich einen Schluck Kaffee. Da kräht der Hahn.
Ja, steh auf. So. Dann begeben wir uns mal in die Richtung. Wir gucken mal kurz. Auf J können wir auf die Quests, dass wir uns das als aktiv fortsetzen, weil die Warte überthront hier alles. Nehmen wir kurz den Honig mit. Hier gibt es Feuerstein. Also die Warte ist ja relativ nah, 500 Meter. Die gilt es jetzt zu erreichen und zu erklimmen. Ach, warte mal. Wie geht das? Wir haben jetzt unseren. Aha, so. Wir haben unseren Gleiter. Oh, verdammt. Das reicht nur, solange wie die Ausdauer am Start ist. Das heißt, wenn wir in einer gewissen Höhe gleiten und dann die Ausdauer futsch ist, dann stürzt er einfach mal eiskalt zu Boden. Ne? Eiskalt zu Boden. So, wir können ja hier mal gucken, ob wir hier unterwegs ein bisschen. Boah, guck mal, wie die Axt hier alles kaputt kloppt. Sehr gut. Garn. Wir hier Metallschrott noch finden auf dem Weg, dachte ich. Nee. So, wir müssen hier raus. Auf die andere Seite. Das können wir durchsuchen. Jetzt dunkel. Machen wir die Fackel an. Hep. Kurz in dem Lager nach Metallschrott gucken. Stein. Das war Wasser. Ich glaube, diese Betten hier, die geben immer Metallschrott. Ja. Nehmen wir mit. Also Metallschrott ist aktuell echt selten. So, dann geht's hier weiter. Was ist das? Achso, ist das Ende der Brücke. Oh, hallo. Autsch. Was hat er? Metallschrott, Stofffetzen. Sehr gut. Gibt es hier auch Metallschrott? Nee. Obwohl das ja so aussieht, als wäre da Metall verbaut. Hier ist nochmal ein Metallbett. Kriegen wir auf jeden Fall auch nochmal unseren Schrott. Ja, sehr gut. Und hier die Dinger. Ja. Perfekt. So, das soll es erstmal gewesen sein. Mir fällt gerade ein, dass wir kein. Nee, da. Da. Holzpfeile können wir tatsächlich einfach so herstellen. Das heißt, wir brauchen dann nicht an die Bank. Da brauchen wir ein paar Äste für. Das kriegen wir natürlich relativ flott. Hier. Hep. Da ist eine Ast. Da ist eine Ast. Das Tier gibt nur Beeren, ne? Ja, er gibt nur Beeren. So. Pflanzenfasern können wir auch gleich wieder wegschmeißen. Kommt die Sonne raus. So. Dann Holzpfeil. 30 Stück. Machen wir noch ein paar. Bis hier. Straße ist blockiert, zur Überquerung wird ein Greifhaken benötigt. Okay, das hier ist nur mit. Mit der Axt zu fällen. Da war jetzt nur Harz drin. Okay, hier kommen wir nur mit dem Greifhaken weiter. Oh, können wir hier noch. Da können wir auch noch einen Metallschrott wegnehmen. Gut, dann haben wir aber, wenn wir da nicht weiterkommen, genügend Metallschrott gesammelt,
um zu Hause den Greifhaken herzustellen. Und dann kommen wir definitiv, wir wurden gestochen. Wir wurden gerade gestochen. Und dann kommen wir definitiv auch beim Turm an. So, aber für die Herstellung benötigen wir noch, haben wir gesagt, Metallschrott haben wir genug. Was war das noch von hier? Für den Greifhaken. Pflanzenfaser. Ne, Garn, Garn. Da steht es doch. Garn, Garn. So. Da ist er. Zack, zarab. Sehr schön. Jetzt haben wir das Zeug. Das kann alles weg. Wieso lagerte das nicht ein? Ah, wir haben schon eine Menge Stoff. Ja, sortieren, das mache ich mal ein bisschen offscreen, weil wir, ja, die packe ich jetzt auch einfach mal hier rein, die auch, weil wir dafür ja nicht unsere Zeit verschwenden wollen. Jetzt müssen wir noch aus dem Rucksack den hier ausrüsten. Der ist dann wohl hier, genau. Greifhaken und der Gleiter. So, fertig ausgestattet, ist es uns möglich, die Warte der Erbauer zu erreichen und zu erklimmen. Und wir sehen an den Horizont, lassen unser Ziel nicht aus den Augen. Ich sage bis zur nächsten Folge, schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis bald.